Willkommen zurück, Freunde, bei Hookline. Ihr wisst, was heute dran ist. The Kinks sind heute fällig und kriegen mal eine Trap-Hip-Hop-Version untergejubelt. Letzte Woche haben wir von Bowser, was du Liebe nennst, eine Beat-Version gemacht und heute wollen wir uns The Kinks, You Really Got Me, in einer Trap-Hip-Hop-Version vorstellen. Wenn ihr Spotify habt, habt ihr bestimmt auch relativ viele Urban-Playlists oder Charts, in denen ihr hört. Da gibt's immer wieder so diesen einen selben Beat, der ganz tief und donnernd klingt. Und wir wollen uns das mal genau anschauen, was das ist. Was ist eigentlich Trap-Musik? Was für Elemente sind da drin? Ich habe wieder mein Programm benutzt, um mir die Stimme zumindest mal so laut zu machen, dass ich keine Musik drumherum höre, sondern nur noch die Stimme von The Kinks, You Really Got Me, das klingt etwa so. Klingt ziemlich mies, dem geschuldet, dass die Aufnahme schon über 50 Jahre alt ist. Aber für unseren Zweck, um jetzt mal die Vocals alleine zu haben, um die Melodie dabei zu haben, ist es genau das Richtige. Eine Sache, die in der Trap-Musik immer am Start sein muss, ist die 808. Die 808 ist eigentlich ein Drumcomputer, der ganz prägnant in den 80er Jahren wurde und in vielen verschiedenen Pop-Songs und auch in der Hip-Hop-Welt ganz viel benutzt worden ist. Den kennt ihr, wenn ihr den hört vom Sound sofort. Das ist einmal so eine Kickdrum. Und so eine Clap. Und dazu gibt es immer die prägnante Hi-Hat. Es gibt immer mal wieder Instrumente oder Maschinen in der Musik, die einen ganzen Stil prägen. Sprich, dieser ganze Stil Trap-Hip-Hop-Musik baut im Grunde auf diesem Drumcomputer, der 808. Eine andere Sache, die man aber im Umgangston praktisch mit 808 bezeichnet, ist der Bass. Ihr habt einen Bass, der so tief ist, dass man ihn vor 50 Jahren in der Zeit, als die Kinks Platten gemacht hätte, wahrscheinlich gar nicht auf eine Platte pressen konnte. Damals war es nämlich so, Platten wurden praktisch von einem Mastering-Engineer auf die Vinyl geschnitten und wenn zu viel Bass kam, dann ist die Feder bzw. das Schreibutensil, das die Musik reingeschrieben hat, gesprungen. Das heißt, Musik damals konnte gar nicht so viel Bass haben wie unsere heutige Musik, weil die Lautsprecher und auch die Vinyl-Plattenspieler selbst sowie die Schallplatte das gar nicht wiedergeben konnten. Heute sind nach unten praktisch keine Grenzen mehr gesetzt. Wir können Töne machen, die sind so tief, dass irgendwie jedem die Hose flattert. Diese beiden Elemente, die 808 Bass und den Drumcomputer, also die Kick, Snare und die Hi-Hat, die sind so stilprägend für den Trap und ich werde die jetzt mal übertragen auf You Really Got Me von The Kinks. Das fängt an mit einem relativ straighten Groove. Ganz klarer Backbeat, das heißt, der Clap kommt immer auf die 2 und 4. Und ich spiele jetzt einfach mal zu den Vocals der Herren diesen Beat mit. Mal anhören. Jetzt nehme ich mal die 808 dazu, den tiefen Bass. 808 ist einfach ein ganz tief runtergepitchter Sinuston. Ihr merkt sofort, das ist so ein vertrautes Gefühl, diese Sachen zu hören, weil gerade gefühlt jeder Urban-Song, gerade ganz viel auch aus Amerika, seit Jahren mit diesen Elementen arbeitet. Mal anhören, wie die Drums und die 808 zusammen klingen. Wir haben jetzt praktisch mit der 808 und mit den Drums diese Form von dem Refrain von The Kinks mal dargestellt. Und ein Element, was jetzt auf jeden Fall noch fehlt, ist die schnelle Hi-Hat. Und was das so prägnant macht, ist, dass die Hi-Hat nicht eben wie im Rock oder so einfach gerade spielt, sondern die verändert sich immer wieder. Die spielt mal gerade und dann mal triolig beispielsweise. Wo man das Gefühl hat, das Ganze wackelt auf einmal für einen kurzen Moment, findet aber dann immer wieder in die Spuren. Darüber entsteht das ganze Tempo, weil eigentlich haben wir nur zwei oder drei Zutaten in so einem Trap-Beat. Drums, Bass, die Hi-Hat und vielleicht noch ein Synthesizer und das war's. Aber alle diese Elemente haben praktisch ihren eigenen Platz und ihre ganz wichtige Bedeutung, damit der Beat so rollt und man dieses Kopfnicker-Gefühl bekommt. Ich werde den Groove jetzt mir mal solo nochmal anhören, ob das funktioniert.
und werde jetzt hier mal die letzten paar Schläge von der Hi-Hat triolisch einstellen, sodass die so ein bisschen versetzter kommen. Das, was ihr hier auf meinem Computer seht, sind übrigens MIDI-Noten. Sprich, ich habe einen Sound, den habe ich in den Computer reingeladen und kann den hier auf meinem Keyboard drücken. Wenn ich den gedrückt habe und den aufgenommen habe, erscheint er mir hier praktisch in Form von so roten Punkten. Das ist wie Noten, nur in einer anderen Sprache. Und ich kann praktisch hier dann daran sehen, okay, an welcher Stelle habe ich was gespielt und kann das dann auch verändern. Jetzt nehme ich zum Beispiel hier diese hinteren Noten. Das ist meine Hi-Hat und stelle für diese Hi-Hat ein, dass die eine andere Zeit haben, dass die jetzt triolisch statt gerade spielen. Also statt zat 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 machen die zat 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 zat. Diesen Effekt, dieses Stolpern, kann man immer wieder über den Song einbauen, um so ein bisschen Spannung reinzubringen und dem Ganzen noch mehr Bewegung zu geben. Dadurch kommt dieser Bounce. Und man kriegt sofort so ein Gefühl von, ja, darauf hätte ich Bock, mich zu bewegen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass diese Elemente miteinander so agieren und interagieren, dass ein Groove entsteht. Mit dieser 808 zusammen hat man dann direkt das Gefühl, man hat Bock, in den Club zu gehen. Ich suche jetzt noch nach einem Element, was wir von Bowser rübernehmen können, weil er hat auch diese Trap-Drums. Er hat so eine sehr hookige, poppige Melodie geschrieben. Die Kings haben weniger Akkorde als Bowser seinen Song. Und ich werde deswegen jetzt nur mal schauen, was ist das Element, was Bowser seinen Song besonders macht, was wir jetzt vielleicht den Kings noch beimischen können. Bei Bowser hört ihr auch diese Hi-Hats, von denen wir gerade gesprochen haben. Wir kommen immer wieder dahin, wie auch bei der letzten Folge, dieses Marimba, was Bowser benutzt hat. Das ist so ein richtiger Trademark-Sound. Und da macht es eigentlich nur Sinn, wenn wir jetzt den Kings so ein Element auch beimischen würden. Es gibt ja in diesem Song You Really Got Me immer wieder dieses legendäre You Really Got Me, You Really Got Me. Im Grunde das Riff des Songs. Vielleicht können wir das mit dem Marimba spielen, einfach. Ich werde mal probieren, ob das mit unserem Beat hier funktioniert. Irgendwie ist es witzig, es sind nicht viele Zutaten, es sind keine Sounds, die man nicht schon 100-mal gehört hat, aber irgendwie gibt es dem Song hier, ich finde, es funktioniert. Wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass das, was da gesungen wird, vor 60 Jahren aufgenommen worden ist, finde ich das ganz schön überraschend, wie frisch das jetzt gerade klingt. Also, fassen wir zusammen. Wir brauchen für Trap-Musik nicht viel. Wir brauchen eine 808, den tiefen Bass, einen Synthesizer, irgendeine markante Melodie, Vocals, im besten Falle natürlich Rap-Vocals, aber man sieht, es geht auch, wenn jemand singt. Unsere Band wird dann wahrscheinlich nächste Woche mal die Schlagzeugsticks und die E-Gitarre und so zur Seite legen müssen, weil das hier klingt auf jeden Fall eher nach einer elektronischen Art und Weise, das Ganze umzusetzen. Da werden wir vielleicht ein Drumpad brauchen, wo Theresa, unsere Drummerin, einfach mal diese Sounds, die ich hier im Computer auch habe, über ein Pad abfeuert. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall alle so ein bisschen aufgeregt sein, auch wie man das Ganze musikalisch mit einem Sänger oder einer Sängerin gut umsetzt. Aber ich bin guter Dinge, weil das, was ich hier höre, denke ich, klingt für mich nach einem freshen Song. Wir haben viel Spaß gehabt, das hier zu machen und freuen uns darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir das Ganze mit der Band gemacht haben. Bitte abonniert auch unseren Kanal, dann kriegt ihr es direkt mit, wenn es rauskommt. Wir sind raus und bouncen hier noch eine Runde.